Good. Was geht ab, Freunde? Sascha von SkillGameTV's Video und herzlich willkommen zur 7. Folge von Dropper Return to Shadesy. Und im Hintergrund seht ihr jetzt also ein komplettes Shadesy-Team, was schon sehr stark ist, wie ich finde. Im Mittelfeld kann sich das zwar noch auch sehr viel verbessern, meiner Meinung nach. Und ja, unsere neuen Spieler waren Courtois, David Luiz und Rillian. Und Didier Drogba ist natürlich immer noch vorne drinnen. Und unser nächster Gegner hat ein pinkes Trikot, war das, glaube ich, und ein Wappen, was ich nicht kenne. Ich glaube, von Bolton oder so, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da lege ich falsch. Er hat ein Barclays Premier League Team mit einem Serie A-Spieler mit Cool. Keine Ahnung, warum er nicht die Shades-Version hat. Keine Ahnung. Balotelli hat da vorne die neue Version, genauso wie Diego Costa, Sanchez und noch viele andere gute. Und wir spielen rein in die erste Szene. Und unser Gegner hat Anstoß. Diego Costa hier gleich mal, keine Ahnung, wie wir da verteidigt haben. Einfach nur richtig, richtig schlecht. Und Balotelli dachte einfach mal, er zieht einfach mal ab. Und er macht auch gleich mal in der zweiten Spielminute das 1:0 für unseren Gegner. 6. Minute, keine 5 Minuten, 4 Minuten später wird Drogba hier geschickt. Didier Drogba mit dem Schuss. Didier Drogba. Aber der Ball geht knapp an Kasten vorbei. Wir schreiben die 8. Minute, 2 Minuten später, also Didier Drogba im Zusammenspiel mit Frank Lampard. Lampard schießt einfach mal drauf und was für ein Ding von Frank Lampard. Genauso ein geiles Ding wie von Balotelli. In der 9. Minute das 1:1, innerhalb von 9 Minuten schon 2 Tore gefallen. Und die sahen auch richtig, richtig gut aus, genauso wie das hier. 11. Spielminute, Rillian im Doppelpass mit Atsu, auch nicht Doppelpass, sondern Atsu bringt den Ball auf Didier Drogba und der macht das 1:2, 12. Spielminute, eiskalt, erste Chance, zweite Chance für Drogba und die zweite Chance lässt er sich nicht nehmen und hämmert den Ball unter die Querlatte zum 2:1, Spiel gedreht, 12 Minuten sind erst rum, es steht schon 2:1, 3 Tore schon gefallen. Und jetzt sind wir in der 15. Minute, da kommt unser Gegner Balotelli, aber da kommt Balotelli nicht ran. Schön geklärt von Courtois und Drogba, da steht er genau richtig. Erreicht er ihn noch, so ein hohes Tempo hat er nicht, aber erreicht ihn noch, bringt die Flanke nach innen. Da ist Martic mit dem linken Volley-Schuss, aber schön gehalten von seinem Keeper. Eckball, Ashley Cole bringt die Flanke nach innen, da hinten ist Didier Drogba mit den 3:1. In der 18. Spielminute, ja genau, erst 18. Minute und dann hat der Gegner abgebrochen. Wir gewinnen also 4:1 nach einem Rage Quit, aber ich glaube, das Upgrade durch den Rage Quit habe ich glaube ich vergessen. Das wollte ich euch noch sagen, genau. Habe ich glaube ich vergessen, aber es macht eigentlich auch nicht so viel Spieler des Spiels. Cool, Cahill, Rillian und Didier Drogba war das glaube ich. Und hier sind also auch schon unsere neuen Spieler. Es ist insgesamt, glaube ich, nur einer, nämlich Branislav Ivanovic in Form. Der in Form, wenn wir in Form kaufen, sind das immer 2 Upgrades. Also normale Karte, ein Upgrade, in Form 2 Upgrades. Und wir haben doch noch neuen Spieler, nämlich Ramirez. Den habe ich ganz übersehen. Wir haben noch Ramirez und dann halt noch Ivanovic in Form. Sind insgesamt 3 Upgrades, weil in Form 2 Upgrades braucht. Ich glaube, ihr habt das verstanden. Wenn wir ein Team of the Season noch kaufen, was ich eigentlich nicht so denke, aber wer weiß, dann sind das nämlich 3 Upgrades. Aber das werdet ihr dann auch noch erfahren. Nächster Gegner hat kein Barclays Premier League Team, sondern ein Serie A Team mit einem Team of the Season. Ich glaube, das ist Pauletta oder wie man nennt. Pogba und Vidal, starkes zentrales Mittelfeld und rechtes Mittelfeld, der schnelle Quadrado. Wir spielen rein in die erste Szene, 14 Minute. Didier Drogba tendiert einfach ein paar Spieler aus und was für ein Schuss, aber super Parade von seinem Keeper. Ich weiß gar nicht, wer im Tor hat. Machetti. Ich denke mal, es ist Machetti oder Handanovic. Weiß ich jetzt nicht genau. Lukas Piazon ist schon verletzt. Eckball kommt rein in die Mitte, aber stark gehalten von Handanovic. Er hat Handanovic im Tor. Nächste Szene kommt Drogba mit einer starken Schussfinte vorbei. Den muss er eigentlich machen, aber wieder Glanzparade von seinem Keeper von Handanovic. Der hält ihn hier im Spiel in der 35. Minute. Wir bekommen aber noch einen Eckball und den tritt natürlich wie immer Eschiko, bringt die Flanke nach innen und da ist Didier Drogba. Was für ein schöner Kopfball ins lange obere Eck und somit steht es 0:1 für uns. Ist er wieder Drogba
gemacht in der 35. Spielminute. Und danach war auch schon Halbzeit, die erste Halbzeit ist rum, vom Gegner kam nicht so viel, ich glaube, ja, einen Schuss, kein aufs Tor, braucht man euch nicht zeigen, den einen Schuss war eher harmlos. Und ja, wir hatten 10 Schüsse, 6 aufs Tor, also die Führung geht in Ordnung. Jetzt kommt aber die erste Szene von unserem Gegner, hat er hier schön gemacht, El Shaarawy ist durch, El Shaarawy mit dem Schuss, aber sehr stark gehalten von unserem Keeper Quatschwa. Allerdings bekommt unser Gegner noch einen Eckball, so rum. Über Konstant, nein, er wechselt noch den Spieler. El Shaarawy bringt die Flagge nach innen, aber da ist wieder Courtois und hat den Ball diesmal sicher. Hier, schönes Tackling von David Luiz. Jetzt ist Ramirez hier am Ball. Drogba, Niazu war das auf Lucas Piazza und der macht ihn rein in der 66. Spielminute. Lucas Piazza, unser linker Mittelfeldspieler, macht das 0:2 für uns. Schönes Zusammenspiel zwischen Piazza und Azu, nicht Piazza und Drogba, das war nämlich Azu. Und ja, somit steht es 0:2. Jetzt kommt unser Gegner vielleicht nochmal, aber nein, Ramirez ist sehr stark dazwischen gegangen. Schick jetzt nochmal lang. Azu ist durch in der 74. Minute und den hämmert er nämlich auch rein. Und das ist die Entscheidung, würde ich mal sagen. Nach 74 Spielminuten steht es 0:3 für uns. Richtig schön den Ball erobert von Ramirez und dann schickt er gleich den schnellen Azu in den Lauf und der. Da kommt keiner mehr hinterher und jetzt eiskalt ein zum 0:3. Jetzt wechseln wir nochmal. Wen wollen wir denn mal auswechseln? Wir bringen mal für Lucas Piazza Salah. Den haben wir ja auch schon, ist ein Silberspieler, also haben wir ihn schon durch. Wer kommt denn noch? Wen habe ich denn noch ausgewechselt? Ich weiß es gar nicht mehr. Rayan kommt raus. Azu natürlich linker Flügel jetzt anstatt linker Verteidiger. Und De Bruyne kommt nochmal rein für Frank Lampard. Und ja, es geht weiter. In der 77. Minute haben wir einen Einwurf schön ausgeführt auf Ramirez. Ramirez von Arnold hinterläuft Ramirez, bringt die Flanke, Drogba mit dem Kopfball, der senkt sich noch. Aber geht leider dennoch nicht ins Tor. Eckball wieder Ashley Cole. Bringt die Flanke nach innen und da hinten ist Gary Carroll. Ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt. Gary Carroll oder Tim Carroll? Ich glaube Tim, oder? Oder Gary? Ja, keine Ahnung. Jedenfalls steht es 0:4 nach einem schönen Kopfball von Cahill. Jetzt kommt nochmal unser Gegner über ihre Barbo, aber Courtois hält ihn jetzt. Keine Ahnung, wie er das Ding noch reingemacht hat. Ich glaube, das war ihr Barbo. Ja, meine Verteidigung in der 86. Minute gepennt. Das war ein Ehrentreffer, würde ich mal so behaupten. Hier kommt aber nochmal Van Arnold und holt den Einwurf raus. Jetzt werft er einen zu Van. Ne, Van Arnold war ja gerade bei, nämlich Azu. Ich bin hier mit den Namen irgendwie durcheinander. Ramirez bringt die Flanke, sehr schwach verteidigt und De Bruyne kann die Chance leider nicht nutzen, aber der Gegner fetcht den Ball ab und Ecken sind bei uns ja immer gefährlich. Ashley Cole bringt die Flanke nach innen und da steht kein anderer als Didier Drogba mit den 5:1, 1:5 eher gesagt, so rum. Und das war's auch von dieser Partie. Wir gewinnen also 5:1, 1:5. Gegen einen Gegner, den muss man sagen, der war nicht so dolle. Aber ich hatte trotzdem Respekt vor ihm. Er hat auch ein Ding gemacht durch natürlich Victor Ibarbo. Wer sonst als dieser overpowerte Spieler. Ich weiß gar nicht, wer von uns eigentlich Tor gemacht hat. Ich glaube, 2 hat Drogba gemacht, wenn ich mich nicht irre. Allzu Man of the Match, leider nicht Drogba. Der hatte nur 9,2, aber Drogba hat 2 Dinger gemacht. Allzu ein Ding, aber er hat 9,6. Allzu und Drogba nur 9,2. Ja, wir hatten 20 Schüsse, er geht an die 4, also würde ich sagen, der Sieg geht in Ordnung. Jetzt haben wir auch wieder neue Upgrades. Zu einem ist es Juan Mata, der jetzt schon lange bei Manchester United spielt, aber ich wollte ihn trotzdem nochmal ins Team, weil es halt von ihm noch eine Shady-Version gibt. Deswegen dachte ich mir, komm, baust ihn einfach mal ein. Zum Endteam kann ich aber versprechen, gehört er nicht. Dann haben wir noch Oscar, ihn gibt es ja auch einen 84er, aber ich habe erstmal den 82er geholt. Den können wir dann auch nochmal upgraden. Und dann habe ich für Lucas Piazza und André Schöle geholt. Geiler Macker, einfach nur richtig geiler Typ. Heftigen Schuss, hohes Tempo, gutes Dribbling, richtig geiler linker Mittelfeldspieler. Und war es das schon von dieser Episode. Wir haben wieder ein paar Upgrades bekommen. Bin ich zufrieden mit neuen Spielern, die sehr stark sind. Und ich hoffe, euch hat die Episode genauso gut gefallen wie mir.
Und dann würde ich mich natürlich wieder über eine positive Bewertung freuen. Dann haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao!